Bitte schön, setzen Sie sich. Herr Maciek, also dann diskutieren wir. In Ihrer Präsentation haben Sie festgestellt, dass die multikulturellen Gesellschaften sowohl in Kanada als auch in den USA gelungen sind. In Europa dagegen sind sie eher gescheitert. Wo sehen Sie Gründe dafür? In den Vereinigten Staaten und in Kanada funktioniert die multikulturelle Gesellschaft seit Jahren. Also sie haben die Erfahrung, für die Staaten ist das eine sehr wichtige Sache. Und in Europa ist die multikulturelle Gesellschaft etwas Neues. Wir müssen uns mit dieser neuen Herausforderung beschäftigen und die Staaten in den USA und in Kanada haben schon die Erfahrung. Ja, danke sehr. Was meinen Sie, was müssen die Ankömmlinge mitbringen, damit die Integration gelingt einfach? Ja, bei der Integration ist meiner Meinung nach die Sprache sehr wichtig. Man muss die Ankömmlinge werden nicht feindselig behandelt, wenn sie die Sprache kennen werden. Also wenn man mit ihnen sich kommunizieren kann. Also bei der Integration ist die Sprachkenntnisse besonders wichtig. Damit sie keine Ghettos bilden, sondern auch an dem gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ja, danke. Sie haben auch gesagt, also am Ende Ihrer Ausführungen, eine multikulturelle Gesellschaft ist möglich, sie braucht aber viel Zeit. Wie sollte eben diese Zeit erfüllt werden? Was sollte man machen? Ja, man sollte sich gut vorbereiten. Also die Staaten sollten mit den Gesetzen garantieren, damit diese multikulturelle Gesellschaft entstehen könnte. Man muss auch aus den Erfahrungen der Staaten nutzen, in denen die multikulturelle Gesellschaft gelungen ist. Also man sollte auch etwas von den fremden Ankömmlingen fordern und auch sie fördern. Ja, danke. Glauben Sie, dass multikulturelle Gesellschaft ein Zukunftsmodell für Europa ist? Ja, ob dieses Gesellschaftsmodell für die ganze Europa gut ist, das weiß ich nicht. Das werden wir in Zukunft sehen. In den Staaten, in denen wir schon heute sehen, dass viele Menschen unterschiedlichen Nationalitäten und Kulturen in demselben Land leben, sollte dieses Modell eingeführt werden. Ja, danke sehr. Haben Sie noch Fragen? Ja, ich habe eine Frage. Maciek, mich würde interessieren, wie Sie das denken für die Zukunft. Wird die Welt ein globales Dorf oder wird es multikulturelle Gesellschaften in Zukunft eher weniger geben? Was denken Sie? Ja, wenn die Integration in den Staaten gelingen wird, dann können wir nur profitieren. Also die multikulturelle Gesellschaft ist stark wegen des Multikulturalismus. Also das bedeutet nicht, dass wir ein Dorf bilden, sondern eine Gesellschaft,
verschiedenen Kulturen und verschiedenen Aussitten, die diese Gesellschaft stärkt und nicht, also das ist, dieser Multikulturalismus ist etwas Gutes und das wir können aus dem Multikulturalismus nutzen. Was glauben Sie, wird die Entwicklung in der Welt hin zu einer einzigen multikulturellen Gesellschaft gehen oder wird es eher wieder einen Nationalstaat geben? Und dann wird der Nationalismus an Bedeutung gewinnen? Meiner Meinung nach wird in der Zukunft dieses Gesellschaftsmodell herrschen. Ja, also die multikulturelle Gesellschaft ist eine Lösung für die Zukunft und für die europäischen Staaten, alles auch für die Staaten in der Welt. Und wie erklären Sie sich da so Entwicklungen in der Europäischen Union, dass man doch wieder auf die Nation und auf den Staat zurückgreift und die Länder sich eigentlich sehr schwer tun, sich zusammenzufügen? In der multikulturellen Gesellschaft können die Menschen, die seit Jahren ein Land bewohnen, auch ihre eigene Kultur, ihre eigenen Nationalitäten behalten, ihre eigenen Sitten, Entschuldigung, behalten. Meiner Meinung nach wird in dieser Gesellschaft auch die eigene Kultur stark und die multikulturelle Gesellschaft bedeutet nicht, dass man dass die Nationalität oder eigene Lebensgewohnheiten, eigene Kultur verschwindet. Okay, Dankeschön. Vielen Dank, Maciek. Ihre Prüfung ist zu Ende. Dankeschön.